Schönen guten Abend vom Moskitosee, Kinders. Ja, ich bin hier aufgrund einer Meldung, dass hier der Alland laufen soll, an diesem Spot. Und dieser Spot, das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, an der Achtuba, wo wir die Laube gestippt haben. Und am gleichen Spot haben wir dann noch den Kaulbarsch stippen können. Gut. Wir sind hier mit der Stippe jetzt nicht gerade unterwegs, aber auch hier habe ich erst vor kurzem ordentlich Kaulbarsch-Trophies gezogen. Und jetzt soll hier der Alland zu Hause sein. Köder ist Mais. Ich allerdings bin mit einer Route Revoluzzer-mäßig unterwegs, da wir damals hier einen Spot hatten, jetzt nicht hier an dieser Stelle, aber am Moskitosee, auf Weizenkorn. Und auch da geht er drauf. Hatte ich damals vorgestellt, Weizenkorn mit Bippe und Fliederrute. Das war in diesem Bereich. Da hier rüber. Jetzt stehen wir in diesem Bereich hier rüber. 20 Meter Clip. Also vorgegeben ist eigentlich ein 20 Meter Clip. Die ganz normale Allandmische in den Fiederkorb rein. Und ein Viererhaken und ein Maiskorn drauf. Ihr kennt mich? Ja, habe ich. Auf einer Fiederrute ein Viererhaken, die Mische und ein Maiskorn drauf. Weil, da werde ich auch nicht, ne? So, Viererhaken, weiß ich nicht. Normalerweise geht man ja immer so, da, man will ja, ne, oder? Man will ja halt. Da ist ein Vierer, da habe ich immer das Gefühl, jo, nö, werde ich nicht. Nimm mal ein Einser. Mal gucken, was da so geht. Aber Vierer haben wir drauf. Dann habe ich hier auf dem Weizenkorn, ist ein Sechser. Und hier ist tatsächlich ein Einser drauf. Ne? Einfach mal kicken. Also, zwei Maiskörner, einmal Weizenkorn und der Weizenkorn, Mais, Weize, Mais, geht auch. Jetzt müssen wir halt nur schauen, bleibt das bei dieser Größe? Das wäre nicht gut, wenn ich alle zusammen nähe vielleicht, aber so ein Trophy Alland mit 8 Köppen, glaubt mir doch keiner, oder? Also, schauen wir mal, ob wir das Tier hier aufbacken können. Das wäre Weltklasse. Denn mir fehlt hier nur noch der Flussbarsch und der Grasfrosch. Dann, wenn ich den Alland haben sollte, mit dem Stipper tatsächlich, fehlen mir nur noch die beiden Jüster. Den Grasfrosch habe ich da. Schauen wir uns das ganze Dilemma mal an. Ich habe extra gewartet, bis es dunkel wird. Frag mich nicht warum, weil bei meinem Glück steigen jetzt nur noch die Brassen ein. Ich kenne das ja schon. Aber so kann ich die frühen Morgenstunden gleich mitnehmen. Und bis zur nächsten Nacht. Ihr wisst ja, wie das läuft bei mir. Ich versuche dann immer dieses Fenster, dass ich alle Zeiten durchfischen kann. Ja, so können wir den späten Abend, die Nacht, den frühen Morgen, nachmittags, wieder späten Abend. Und dann schauen wir einfach mal rein, was das gegeben hat, wann dieses Tier am besten einsteigt, auf welche Hakengröße die Tiere am besten einsteigen oder die Größe der Tiere ist ja wichtig. In dem Fall für den Alland, wenn man ihn als Trophy haben will, wenn man sagt, mir sagt, egal wie groß er ist, ich will Alland fischen, dann könnt ihr euch auch so hinstellen und braucht nicht herausfinden, wie groß der Haken ist oder wie weit ihr raus müsst oder welchen Köder er haben will. Ja, aber wir wollen ja die Trophy. Und das schauen wir uns jetzt an. Drei verschiedene Hakengrößen, zwei verschiedene Köders. Clip ist gleich 20 Meter raus. In das olle Loch dahin rein. Oder kurz davor an die Kante gesenkt. Denke ich mal. Das sieht man auch, wenn man ausschmeißt. Den ollen Lörris. Ja. Dann geht er. Sagt der F. Und dann sieht das aus, als würde man direkt hier vor der Kante angeln. Das liegt daran, dass es dann im Loch verschwunden ist dahin.
Schauen wir. War das Gift? Mais? Ja, Mais und der Karpfen, ne? Der kann einen hier wahrscheinlich auch schön auf die Schnur nageln. Und glaub mal, auch wenn das ein Anfängergewässer ist, die Schubis hier, oder was auch immer hier sitzt, es sind glaube ich die Schubis, die können auch mächtig groß werden. Mit 19 Kilo ist dieses Tier einfach mal nicht so klein. Und wir sehen schon Maiskorn. Allan können wir auch mal reinschauen. Maiskorn. Ich bin guter Dinge. Wünscht uns Glück. Und dann schauen wir mal. Ich will noch nicht zu früh unken, Kinders. Noch ist nicht aller Tage Abend. Aber vielleicht können wir die Fangbücher umschreiben, denn die größten und jetzt der zweite in der Nacht eingestiegene Alland war auf dem Sechserhaken und Weizenkorn. Zwei Tiere relativ nah beieinander von der Fangzeit her. 1,788 Kilo Weizenkorn und 2,1 auf dem Weizenkorn. Der Weizenkorn, wie ich anfangs schon sagte, hatten wir schon mal als Köder auf den Alland, allerdings an einem anderen Spot. Und deswegen wollte ich den ausprobieren. Das Fangbuch selbst sagt aus, Maiskorn. Das haben wir gerade gesehen. Maiskorn, 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 Mais. Aber es ist so, wie meistens oder immer eigentlich, der erste fängt einen fetten Alland auf Maiskorn. Keiner weiß, wie lange stand der Macker an diesem Spot oder an einem anderen Spot mit diesem Maiskorn, um diesen Alland zu fangen. Jetzt kommt der Nächste, guckt in die Rekorde und sagt, boah, Maiskorn? Krass. Also, Feuer frei, Maiskorn. Drei Ruten. Und steht und steht und steht und steht und sagt, das kann doch nicht angehen, der hat doch auch auf Maiskorn. Bis er auch einen fetten Alland fängt. Und so geht das immer weiter. Der Nächste guckt rein und sagt, was? Zwei dicke Alländer auf Maiskorn? Das ist der Köder überhaupt. Und raus mit dem Vogel. Jetzt kommen wir und sagen, ja, Maiskorn, kenne ich. Der war mal vor 5 Jahren in. Das ist so wie eine Baggy-Hose, kommt irgendwann wieder. Aber da war doch was mit Weizenkorn. So, wir angeln jetzt einfach mal auf Weizenkorn. Ich werde gleich die Ruten umbauen auf Weizenkorn. Und wenn der komische Vogel dann auf Weizenkorn einsteigt und das wird eine Trophy und in den Fangbüchern steht Weizenkorn. Fünferwette, da dauert eine Woche und das Fangbuch ist umgeschrieben auf Weizenkorn. Ein Schelm, der da Böses denkt. Aber gleich kommt der Morgen und dann schauen wir mal, was da wirklich gibt. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht überfütter mit dem Futterkürbis, ne? Einmal darf ich noch rausschmeißen mit dem Futterkorb und dann liegt auch genug Futter am Spot. Schauen wir mal. Ich baue gleich mal um und nehme dann schon mal den Futterkorb runter. Ja, mit ganz viel Pech könnten wir hier jetzt einen Karpfen dran haben, obwohl so sehr wehrt er sich jetzt nicht mehr auf dem Maiskorn. Oder schnell müde geworden. Ich denke nicht. Ist aber tatsächlich ein Karpfen. Ja.
lasse ich Weizenkorn drauf. Mais. Ja. Maiskorn, 900 Gramm, zwei da mit Haken, das war der erste mit Haken, 500 Gramm auf Maiskorn und die, wie gesagt, auf Weizenkorn. Die sind um einiges größer und ist ein anderer Haken. Das war ein Einer hier, da ging gerade der Schuppi drauf, das ist der Sechser und das ist der Vierer. Auf dem Vierer habe ich tatsächlich fast keine Frequenz. Mal gucken. So, jetzt sind sie gerade mal so fast im Sekundentakt eingelaufen. Hier die Alender. Alle auf Weizenkorn. Ja. Also der Spot, ja, ist ein Spot für Alland. Auf jeden Fall. Ich empfehle allerdings einen 6er Haken anstatt einen 4er Haken. Und den Weizenkorn anstatt Mais. Ich habe hier zwar immer noch einen Haken drauf auf der Route. Einfach, weil ich dem einen Haken eine Chance geben will, aber dabei kommt nicht so wirklich was rum. Und der Döbel hier ist auf Maiskorn gelaufen. Da, wieder bis auf Weizenkorn. Also Weizenkorn tatsächlich hat eine höhere Frequenz als Maiskorn. Jetzt ist die Frage, bekommt man damit auch die Trophy? Also vom Gesamtgewicht oder von der Hakengröße des Fisches her bringt der Weizenkorn bis jetzt oder hat der Weizenkorn bis jetzt eher die gehakten Fische gebracht als der Maiskorn. Und der Maiskorn zieht auch noch den blöden Schuppenkarpfen, den wir gar nicht haben wollen. Den Ohrenjüster. So, Weizenkorn. Weizenkorn, das müssen Maiskorn sein. Ne, auch Weizen. Das ist der Maiskorn. Auch. Aber wir sehen schon sehr viel Weizen. Und das sind so die ersten hier. Weizen. Auch Weizen. Maiskorn. Weizenkorn. Gut. Aber daran sehen wir auch wiederum, als ich auf den Weizenkorn gegangen bin, ist die Frequenz einfach höher. Also die hat sich tatsächlich verdoppelt auf dem Weizenkorn anstatt des Mais. Aber das könnt ihr ja dann selbst für euch entscheiden. Ihr könnt ja mit Mais anfangen, gucken, legt mal eine Route mit Weizenkorn raus und schaut mal, was schlägt häufiger an. Für mich, für meinen Geschmack, für mein Empfinden und für den heutigen Tag, wo ich hier stehe, ist es der 6er Haken mit Weizenkorn. Wir werden das weiter beobachten. Es sind jetzt 38 Minuten und wir haben 16 Tiere, ne? Ja. Wovon zwei fehl sind, das heißt ein Schuppenkarpfen, ein Döbel. 14 Alender. In einer halben Stunde. Man darf das nicht vergleichen mit einem Spot, wo man auf kleine Tiere fischt. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Laubenspot. Es ist nicht die Frequenz einer Laube vom Windenbach. Ja. Es ist ein Zielfisch. Wir suchen den Alland. Wir haben den Alland. Wir fischen auf den Alland. Und fehlt ist gar nicht so viel. Das ist der Schuppi einmal und der Döbel einmal. Der Rest ist Alland. Also der Fisch, um den es hier geht. Und dafür ist das wirklich gut. Dass wir jetzt hier hinten an den Kaulbarsch-Spot von den guten Jascon, wo auch der Barsch eine Zeit lang ziemlich gut lief, aber das ist schon lange vor der Patch Parade gewesen, dass jetzt hier der Alland sitzt,
wo wir auch die Brasse abgefischt haben und die Schleie abgefischt haben für die jeweiligen Eventaufgaben zu Weihnachten. Das ist schon, weiß ich nicht, ob dieses Game halt nur noch irgendwie zwei Spots rausschmeißt und dann je nachdem, was für ein Köder ihr nehmt, könnt ihr den jeweiligen Fisch da fangen. Weiß ich nicht. Damals war ja der Allan-Spot dort zwischen diesen beiden Bambus, hätte ich mal gesagt, Schilfgebilden und dann hier raus 17 Meter oder so, weiß ich nicht, mit irgendwelchen wilden Fischöl-Muschel-Kombinationen. Jetzt ist er hier. Naja, gucken wir mal weiter, was der Tag noch so bringt. Ja, Kinders, was soll ich sagen? Das ist anscheinend auch wieder so ein Stundenspot. Also wir eine Stunde lang auf dem Allan versuchen können und danach ist einfach tot. In diesem Fall ist es tatsächlich noch weniger. Denn den letzten Allan gefangen habe ich vor 25 Minuten und den ersten Allan gefangen vor ungefähr einer Stunde. Das ergibt ein Zeitfenster von einer halben Stunde. Ungefähr. 40 Minuten. In diesen 40 Minuten sind uns die Alländer reingegangen, zumeist auf Maiskorn klein und Weizenkorn gehakt, also etwas größer. Der größte war 2 noch was Kilo. Ich dachte gerade, das flaggert. 2,1 Kilo auf Weizenkorn, 1,78 Kilo auf Weizenkorn, 1,1 Kilo auf Weizenkorn. Weizenkorn, Maiskorn. 6er Haken. Na, hier kommt noch mal einer. Oha. Oha, jetzt geht das noch mal los. Ich wollte gerade sagen, alles scheiße. Nein. Ich wollte gerade die Fangzeit ein wenig eingrenzen. Konnte ja nicht ahnen, dass er jetzt noch mal reinknallt hier. Ja, Alland auf jeden Fall. Und er könnte sogar über 2 kommen. Nö, ist er aber nicht. Frechheit! Ich jetzt nochmal eine Futtermische aus. Nee, ich knall den einfach so nochmal raus. Ich habe nochmal Futtermischen nachgeknallt. Die hält ja nur 13 Stunden. Da, 13 Stunden hält die Futtermische. Das ist die normale Allandmische. Und da muss man auch mal wieder nachdröseln, ne? Ach, Brassen. Ach komm. Fischfetzen. Ah, siehst du wohl. Futtermische Allee. Vielleicht deshalb, aber kann ich mir nicht vorstellen. Da ist noch eine drauf. Gut, dann nehmen wir hier noch die Nacht und den frühen Morgen mit. Und dann schauen wir noch mal rein. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, Weizenkorn und nicht den Viererhaken, der bringt nicht wirklich so viel, meiner Meinung nach. Müsst ihr aber selbst rausfinden. Nimmt einen Sechserhaken und Weizenkorn anstatt Maiskorn.
normale Futtermische. Ich habe noch eine spezielle Futtermische, die habe ich jetzt aber nicht raufgetan. Das ging auch eine Zeit lang ziemlich gut. Muss ich mal gucken, wo ich die habe. Da, A-Spezial, A-Spezial, Alan, Alan, so Alan. Mit Haferflocken, Erbsen, Keksen, Mais, Reis und Sonnenblumenöl. Ging eine Zeit lang ziemlich gut, ist aber die Qualität ziemlich schlecht, außer die hier vielleicht. Wollte ich jetzt aber nicht testen, weil in der Beschreibung bzw. in der Vorstellung des Spots stand normale Alan-Mische. Und die haben wir jetzt in den Fiedern, also in den Körben. Der Alan geht ein, geht also auch damit ohne Reis. Und dann schauen wir mal jetzt nochmal einen Ticken weiter. Ich wollte eigentlich schon aufhören, weil da war so langweilig zwischendurch. Landet er an UFO oder was? Also, okay. Mal gucken, dann in den frühen Morgen und dann aber wirklich Resümee ziehen. Alland ist auf jeden Fall da, wenn ihr den sucht. Hier 8787 oder aber für die alteingesessenen Moskitoseefischer, die hier den Barsch gesucht haben, standen hier schon. Die den Kaulbarsch gefischt haben, standen hier auch schon. Die zum Weihnachtsevent die Brasse gesucht haben, standen hier. Die Schleie standen auch hier. Schliefergründel haben wir auch tatsächlich hier gefischt, die Trophy damals. Die wissen, Just Gone Spot bringt irgendwie alles auf und an mal eine Schnur, Kinders. Oha, da nimmt aber einer Schnur mit. Oh, bitte. Nicht so ein oller Karpfen, Alter. Da bekomme ich dann direkt Nasenbluten. Oder so eine olle Rotaugen-Trophy oder so. Oh Mann. Wenn das ein Alan ist, dann könnten wir aber fast safe sein. Naja. Oha, jetzt geht er nochmal weg hier. Du olle Lümmels. Oha. Ach komm schon. Naja, 2,7 Kilo. Da fehlt nicht. Ja, hier, siehste? Da, siehste? Was siehst du? Was ist das? Irgendwas stimmt nicht. Zu leicht. Mische alle. Aber ich sag dir auch, fast safe. Verdammte Hacke, 1,3 Kilo. Aber das wäre auch mit der Sabre hier. Ich glaube, das hätte auch ein bisschen länger was gedauert. Na, siehst du, das passt auch wieder. Hä? Wollte ich gar nicht aufnehmen. Verdammt nochmal. Da war ich wieder zu schnell. Das ist nicht gut. Sollte die zweite Nacht uns erlösen hier am Moskito? Wir schauen. So, Kinders. Also, ich habe jetzt die Nacht durchgefischt und noch die ersten Morgenstunden. Kleiner Dübel und nochmal ein kleiner Alland, den habt ihr noch mitbekommen. Ich habe nebenbei auch mal einen der drei Gebrüder Grimm rausgeholt, also die Stippe, um zu schauen. Mit Doppelmontage Weizenkorn. Wir kommen keine 20 Meter raus mit der Stippe, das ist sehr schwer. Dafür muss man aber auch nicht gut in Mathe sein, die Stippe hat eine 7 Meter Länge oder sowas.
Ja, und das Band, was da nochmal dran ist, hat auch nochmal 7 Meter. Das heißt, wir kommen höchstens 14 Meter raus. Und wenn ich dann auf eine Tiefe von 2,50 fische, was ich hier tue, um auf Grund zu liegen. Also wir haben hier Grundberührung. Das Flock guckt noch ein bisschen was raus. So ähnlich wie bei einer Pop-Up-Montage oder weiß ja Geier was. Ja, dann bin ich hier vielleicht jetzt auf 10 Meter. Tut sich aber gar nichts. Das heißt, da kann ich dann auch gleich mal wieder einstellen. Aber ich habe ja auch auf 20 Meter gefüttert. Und wenn das Spiel nur halbwegs realistisch ist, habe ich den Fisch ja von diesem Spot, wo die Stippe gerade liegt, weggezogen. Wenn man dann noch was wegziehen kann, denn allmählich ist auch wieder Flaute, aber es ist der Alan, der hier eingeht, der Zielfisch. Wir haben eine kleine Brasse, wir haben zwei Döbel und einen Schuppenkarpfen. Das heißt, vier verwehrte Tiere, die nicht in das Fangbuch gehören. Beziehungsweise nennen wir sie einfach mal liebevoll Fehl. Vier Tiere. Es ist müßig. Und ich sage mal so, 1,5 Stunden jetzt hier. Wenn jemand den Alland sucht, er sitzt hier. Der Alland ist hier, das ist, brauchen wir nicht abstreiten. Nicht die Frequenz, um zu sagen, weil sie warte, ich gehe mal kurz zum Moskito, hole mir den Alland und dann machen wir hier schnell die Quabbe an. Hast du nicht gesehen? Belaya oder sowas. Das lügt nicht. Das trägt so nicht. Kennst du das? Zielfisch, Trophyfisch, abpacken. Stellt euch hier hin und weiß ich nicht, macht einen Haushalt. Das ist tatsächlich so ein typischer. Oh, werden los. Toll. Oh. Der ist nicht ganz so fett wie der erste oder der letzte mit 2,7. Aber nochmal, das ist so ein typischer AFK-Spot, ne? Ihr knallt die Jüster raus, schön auf Alland, bekommt ihr hier eine Schnur und dann macht ihr mit euren Kindern Hausaufgaben zum Beispiel. Ja, so mache ich es, wenn sie dann mal da sind. So, und oder kocht Mittag, saugt die Bude, aber leise, sonst hört ihr die Klingel nicht. Ja, nochmal 1,7. Wie gesagt, ich empfehle 6er Haken, ich empfehle Weizenkorn anstatt Maiskorn. Ist nur eine Empfehlung, müsst ihr nicht angehen. Das, was hier eingestiegen ist, war höchstwahrscheinlich ein Pöbeldöbel. Höchstwahrscheinlich. Alland, Moskito, ja. Spot, ja. Zielfisch auch. Frequenz mäßig. Sagen wir mal ein Geduldsspot oder ein AFK-Spot. Geeignet für all diejenigen, die sagen, ja, ich würde gerne einen Alan haben, aber ja, ich würde auch gerne das Bett mal aufschütteln. Ja. Raus mit den ollen Ruten, ne? Sound hoch oder elektronische Bissanzeiger, die euch wirklich, wirklich anschreien und richtig hart auf die Ketten gehen. Ja, die immer meh machen. Ja. Bloß dann auch relativ zeitig mal in eine Rute gehen, bevor die Nachbarn irgendwie die Feuerwehr rufen, weil sie denken, irgendwie ein Rauchmelder ist angegangen. Und dann kann man hier den Alland fischen. So, wir schauen hier mal rein. Geil. Alland, 650 Gramm habe ich 100 pro dazwischen. Das ist der Kleinste, ne? 18 Silber. Klang mir am Morse, ich werde reich. Happy Orts, ne? Der ging, aber nicht in der Gewichtskategorie und schon gar nicht so häufig. Alan, was sagt denn der Alan vom Preis her? 14, 11, 9, 9, 8. Und dann wird es auch schon zur Laube hier, ne? Schuppenkarpfen mit 2,2 Kilo, 1,77 Silber. Danke dafür. Happy Birthday.
das ist natürlich nichts. So, aber wie ich das auch immer sage, ne, diese 88, das ist auch, das verfolgt mich auch so. Diese 88 verfolgt mich. Wie ich immer sage, wenn wir, also mit Kaffeeauftrag habe ich mir jetzt einen Huni gemacht. Top. Wenn wir auf den Zielfisch gehen und den unbedingt abbacken wollen und gerade ein Spot vorhanden ist, dann, Kinders, achten wir nicht auf EP oder Silber. Dann wollen wir dieses Tier endlich einkleben in dieses olle Buch und abgehakt haben, um zu sagen, da gehe ich nie wieder hin zum Moskitosee auf den Olden Island. Dann nehme ich lieber den Kaulbarsch. Der geht richtig gut an die Schnur. Geht er tatsächlich wieder gerade richtig gut an die Schnur. Ich hatte hier letzte Nacht irgendwie 3 Trophies hintereinander weggezogen. Das schmeckt. Das ist schon mal 120 Silber. So, und da hatte ich dann irgendwie in 20 Minuten irgendwas über 280 Silber oder so gemacht. Das ist okay. Mit der Fieder. Oder Winkelpicker. Gut, Kenners. Ihr sucht ein Alland. Da ist ein Spot für Alland. Ich könnte jetzt noch alles andere antesten. Mache ich aber nicht. Ich habe noch einen anderen Auftrag von Namen vergessen. Schade eigentlich. Der mich anschrieb und sagte, ich bin auch hauptsächlich mit der Stippe unterwegs, aber es gibt echt so Karpfenspots da, die laufen dann irgendwann nicht und kannst du nicht mal und hast du da nicht eine Empfehlung. Deswegen sattel ich gleich die Hühner oder ich sattel um, schmeiß mich in meinem Privatjet, eigentlich ist es ein Fahrrad, und werde zum Bernsteinsee. Ja, Bernsteinsee. Nicht verwechseln mit dem Bärensee. Ich bringe die immer durcheinander. Und angel mal alle Kanten ab mit dem Stipp und such mal ein paar Spots. Kann ja nicht sein, dass immer die gleichen Spots laufen. Immer die gleichen Spots. Immer. Wie langweilig. Gut, Kinders. Ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen Peri. Wie gesagt, nutzt Weizenkorn. Ihr könnt auch Mais nehmen, weil es im Fangbuch steht. Ihr Lade. Ich habe Weizenkorn genommen, hätte genauso gut einsteigen können, würde Weizenkorn drinstehen im Fangbuch und dann gebe ich dem Fangbuch 2 Wochen und ich schwöre euch, da steht überall Weizenkorn. Also Kinders, haltet euch, bleibt stabil und dann sehen wir uns das nächste Mal. Vielleicht auf Kap mit der Stippe und Busfahrt. Gut. Then. Bye-bye.